US-Regisseur Steven Spielberg ist gestern Abend bei der Berlinale für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Mit mehr als 100 Filmen und Serien, darunter Oscar-prämierte Werke wie E.T., der Außerirdische oder Schindlers Liste, gilt er als erfolgreichster Filmemacher aller Zeiten. Mit dem goldenen Ehrenbären wird auch sein Engagement gegen Antisemitismus gewürdigt. Spielberg ist selbst Jude und forderte in seiner Dankesrede zum Erinnern an den Holocaust auf. In der Fußball-Champions League steht Eintracht Frankfurt im Achtelfinale vor dem Aus. Frankfurt hat das Hinspiel im eigenen Stadion mit 0:2 gegen den SSC Neapel verloren. Um noch eine Chance aufs Weiterkommen zu haben, müsste Frankfurt das Rückspiel mit mindestens 2 Toren Unterschied gewinnen.